Mehrmals in der Woche arbeiten Fadi und Yassin ehrenamtlich bei der Wasserwacht Steglitz-Zehlendorf. Die beiden haben sich 2016 in Berlin kennengelernt. Sie sind vor dem Krieg aus Syrien über das Mittelmeer geflohen. Die Stunden in einem Schlauchboot auf offener See zwischen der Türkei und Griechenland wird Yassin nie vergessen. Wir haben diese kleine Hoffnung, dass irgendwelche Leute uns retten. Weißt du, die Hoffnung kommt und geht mit jeder Welle. Das war katastrophal. Vor allem, weil Yassin zu diesem Zeitpunkt selbst überhaupt nicht schwimmen kann. So als Nichtschwimmer auf dem Schlauchboot im Mittelmeer, die Boot war so klein, vor 10 Personen geeignet. Wir waren 30 Personen, hat mir das groß Angst gemacht mit den anderen Leuten darauf. Und dann im Meer, wir mussten gegen die Wellen kämpfen. Das war ziemlich schwer, hat mir echt Angst gemacht. In diesem Moment habe ich mir gesagt, wenn ich das überlebe, irgendwann dazu kommt, dann ich muss was dagegen machen, dass die Leute schwimmen können oder die Leute retten auch. Direkt nach seiner Ankunft in Berlin lernt Yassin schwimmen. Gemeinsam mit Fadi absolviert er Rettungsschwimmerkurse. Schließlich werden beide selbst Ausbilder. Fadi und ich sind ziemlich sehr gute Kumpel. Wir haben zusammen hier angefangen. Er hat mir erstmal Schwimmen beigebracht. Aber jetzt sozusagen, ich bin besser als er. Fadi trägt es mit Fassung und widerspricht nicht. Kann sein, er ist jünger und man mit Üben kann auch Meister sein, oder? Fadi konnte bereits in Syrien schwimmen und ihm war klar, dass er sich dort, wo er lebt, ehrenamtlich engagieren will. Seine eigene Flucht hat ihn darin bestärkt, anderen Menschen zu zeigen, sich sicher über Wasser zu halten. Ich habe viele Leute im Meer gesehen, sie sind getrunken oder ertrunken und ich habe gesagt, okay, was kann ich tun für diese Leute? Egal, ob sie sind Syrer oder Ausländer oder Deutsche, egal, es hängt von Menschen. Neben seiner Berufsausbildung leitet er mehrere Schwimmkurse für Erwachsene. Für das Team der Wasserwacht Steglitz-Zehlendorf ist das Engagement von Fadi ein Gewinn. Die Erfahrungen, die er als Kommunikationscoach vor seiner Flucht aus Syrien gesammelt hat, fließt in seine Arbeit mit ein. Also sie sind definitiv eine Bereicherung für uns, weil sie auch verschiedene Sprachen können. Yassin zum Beispiel Englisch, Arabisch, Fadi auch. Und gerade seine Geschichte mit dem Boot ist definitiv eine Motivation. Er möchte durch das Schwimmen beibringen und das Rettungsschwimmen verhindern, dass andere in die gleiche Situation kommen wie er. Neben Kurseinheiten übernehmen Yassin und Fadi auch administrative Aufgaben. Bei ihren Familien, die weiterhin im Kriegsgebiet leben, wird der Einsatz bewundert. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich eine Rettungsschwimmer bin. Als erstmal Schwimmen gelernt, dann Schwimmer, dann Rettungsschwimmer und dann jetzt Ausbilder als Rettungsschwimmer. Sie sind ziemlich stolz auf mich. Und auch Fadis Familie in Syrien verfolgt seine Arbeit aus tausenden Kilometern Entfernung. Ja, sie finden, dass wir nicht nur sitzen und warten, sondern wir sind ein Teil von dieser Gesellschaft. Und auch die meisten Freunde von mir sind Deutsche, Araber, sind ja gut, was ich mache, dass ich bin ein Teil von Berlin oder Deutschland. Sie haben ihre Familien seit Jahren nicht gesehen, doch Berlin ist für sie ein neues Zuhause geworden. Die Wasserwacht, die Steglitz-Zehlendorf, eigentlich sind meine als Zucker meine zweite Familie hier. Einen Wunsch hat Yassin allerdings noch. Er sucht eine Organisation, mit der er im Mittelmeer Menschen auf ihrer gefährlichen Reise nach Europa vor dem Ertrinken retten kann.